Ja, servus und herzlich willkommen zu Let's Play Siberia 1. Und weil wir ja Twin Sector abgebrochen haben, habe ich hier jetzt einen Gastkommentator, der euch vielleicht nicht ganz unbekannt ist. Ja, ich bin's, Tabamaru, wieder hier und ja, wir Let's Playen nun Siberia. Servus. Ja, genau. Und Siberia ist ja ein ganz besonderes Rätselspiel. Es hat außergewöhnlich schöne Grafik für ein Spiel, das von 2002 ist. Das schlägt sogar noch Half-Life 2 oder Vampire. Aber die Auflösung ist nicht so hoch. Ich denke, dass die ganzen Szenen vorgerendert sind. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Intro. Wir starten ein neues Spiel. Voilà die Lane. Französische Alpen. Ja, da sind wir. Man hat schon gesehen, es ist ein außergewöhnliches Spiel, denn wir haben es mit sehr vielen mechanischen Geräten zu tun. Puppen und Robotern. Ja, was sagst du dazu? Sehr viel Fantasie, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Und man muss auch dazu sagen, wir spielen das nicht blind. Wir haben das beide schon mal gespielt, ne? Ja. Aber bei mir ist das auch schon wieder etwas länger her. Ja gut, dann das bedeutet, dass wir bei den Rätseln etwas länger brauchen werden, aber wir wissen schon mal grundsätzlich, wie es langlaufen soll. Und ich möchte, bevor dass ich jetzt hier durch die Gegend laufe, möchte ich noch kurz den Rücken von der DVD-Hülle vorlesen, damit man einmal die Grundzüge kennt von diesem Spiel. Und zwar, erleben Sie ein wahrhaft episches Abenteuer. Ja, gut, dem stimme ich zu. Die ehrgeizige amerikanische Anwältin Kate Walker, das ist sie hier, macht sich auf den Weg nach Europa, um den Verkauf einer traditionsreichen Luxusspielzeug- und Automatenmanufaktur abzuwickeln. Was zunächst wie ein einfacher Auftrag wirkt, wird zu einer Mission, die ihr Leben verändert. Kate wird Zeugin der Beerdigung von Anna Vorarlberg. Das war eben die Anfangsszene, die wir gesehen haben, mit dem Trauerzug der Roboter. Das war die Beerdigung von dieser Anna Vorarlberg, der einstigen Besitzerin der Manufaktur. Der einzige Erbe, ihr Bruder Hans Vorarlberg, ist seit Jahrzehnten in Sibirien verschwunden. Auf ihrer Reise durch Land und Zeit begegnet Kate viele geheimnisvollen Personen.
Ihr Ziel ist es, Hans aufzuspüren und um das Geheimnis von Siberia zu lüften. Gut, den Rest brauche ich nicht vorlesen, den werden wir selbst entdecken. Ja, bevor wir hier an die Theke gehen, müssen wir noch jemanden kennenlernen. Und das ist dieser junge Mann. Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Ja, und das ist das, was wir auswählen können. Also das Spiel wird komplett mit der Maus bedient. Keine Tastatur ist vonnöten, außer wenn ich mal eine Sequenz abbrechen möchte, und das werde ich nicht machen, denn ihr wollt ja bestimmt die komplette Geschichte sehen. Okay, ich bin Kate. Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans, er malt. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans, er malt. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Oh, scheint, es fehlt irgendeine Kleinigkeit. Na gut, dann lasse ich dich jetzt arbeiten. Habe ich irgendwas Kleines übersehen? Aber hier war doch gar nichts. Ja. Ah, genau. Das war's. Wir werden gleich etwas sehen, und zwar Text. Eine ganze Menge Text. Ich würde es gerne überspringen, aber es geht nicht. Ich muss den kompletten Text vorlesen, weil in diesen Texten immer die Lösung zu irgendwelchen Rätseln mit drin steckt. So, und das hier ist jetzt, ja, wie man sieht, die Werbebroschüre von Val-a-d'Ilaine. Spricht sie ein bisschen komisch aus, aber so heißt die kleine Stadt nun mal. So, Welthauptstadt des mechanischen Spielzeugs. Also da steckt keine Elektronik drin, das ist alles komplett mechanisch. Entdecken Sie die kleine Alpenstadt Val-a-d'Ilaine, ihren wunderbaren landschaftlichen Rahmen und die jahrhundertealte Tradition der Manufaktur Vorarlberg. Spezialisiert auf die Herstellung von Automaten und mechanischem Spielzeug, der Val-a-d'Ilaine noch heute seinen Weltruf verdankt. Seit über 800 Jahren hat sich die Familie Vorarlberg diesem ganz speziellen Zweig der Uhrmacherkunst verschrieben, der durch komplexe Mechanismen und Räderwerke die Objekte zum Leben erwachen lässt. Mit Tradition und Kunstfertigkeit brachte sie es in diesem Handwerk zu ungekannter Perfektion. Die erstaunlichen und wundersamen Kreationen faszinieren nicht nur Kinder. Besucher verschiedenster Altersgruppen reisen aus ganz Europa herbei, um eines der wunderbaren Spielzeuge zu erwerben. Ja. Dann sieht man noch die Hauptstraße von Val-a-d'Ilaine und eins ihrer Erzeugnisse. Technische Perfektion. Das Herzstück eines Automaten ist sein Motor. Ein automatischer Mechanismus bewegt über Zahnräder eine Reihe von Achsen. Auf diesen Achsen sitzen die Nocken. Die Nocken wiederum, in deren Form die Bewegung eingeschrieben sind, steuern ein komplexes System von Stangen, die an ihren Enden die Gesten auslösen. Man merkt's. Das sind die Schlüssel, mit denen man die Geräte aufziehen kann. Zum Beispiel das hier. Da drin ist bestimmt eine Puppe oder sowas drin. Und ja, das ist ein anderer Text. Die Herstellung eines Automaten erfolgt in drei Etappen: Modellierung, Mechanik und Verkleidung. Dabei kommen die spezifischen Fähigkeiten von rund 20 verschiedenen Berufszweigen zum Einsatz. Auf dem Höhepunkt ihrer Produktion beschäftigte die Manufaktur Vorarlberg an die 100 Personen: Feinmechaniker, Uhrmacher, Bildhauer, Schneiderinnen,
Punkt, Punkt, Punkt. Die Vorarlberg-Automaten sind unverkennbar. Zum einen durch ihre Perfektion, zum anderen durch die besondere Form des Schlüssels, mit dem der Mechanismus aufgezogen wird. Ja gut, das haben wir da schon gesehen. Jedes Modell wird mit größter Sorgfalt entworfen und zusammengesetzt. Die gängigsten Modelle werden aus gewöhnlichem Holz hergestellt, während bei den ausgefallenen Objekten Edelholz, zum Beispiel Madagaskar-Ebenholz, verwendet wird. Trotz der starken asiatischen Konkurrenz widerstanden die Vorarlbergs der Versuchung der elektrischen Automaten und zogen es weiterhin vor, die unendlichen Möglichkeiten der mechanischen Bewegung zu erforschen. So, dann eine lange Geschichte zwischen den einfachen Marionetten der Anfänge und dem fast schon vernunftbegabten Wesen, wie es die letzten Kreationen der Vorarlbergs waren, liegt eine lange Geschichte. Die ersten Hinweise auf die Herstellung von mechanischen Puppen in Valladolid reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einer wirklichen Produktion sprechen kann. So scheint es, als habe sich Hermann Vorarlberg bereits damals am Hofe des Kaisers einen Namen gemacht. Hermann Hussiae Regem Visitans Latein. Da kann ich leider nicht helfen. Valladolidensis anno, ja, Jahreszahl, römisch bin ich leider nicht so besonders. Gut, da Meister H. Vorarlberg uns einen Diener mit Marionetten vor dem preußischen Kaiser. Ja, also die Tradition geht anscheinend sehr lange zurück. Oh je, noch eine Seite. Im 17. Jahrhundert wurde dann schließlich auf Initiative von Charles Vorarlberg die Manufaktur Vorarlberg für mechanisches Spielzeug und Marionetten gegründet. Damit konnte eine wirkliche Produktion in dem kleinen Alpental beginnen, der Valladolid ein immer größeres Renommee verdankte. Ja, das hier ist Charles Vorarlberg mit einem seiner Werke. In dieser Zeit wurde in der Manufaktur hauptsächlich Marionetten für das Theater hergestellt. Ja, Archiv des Museums für Kunst und Geschichte Lausanne, Schweiz. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte Valladolid sein goldenes Zeitalter, von dem noch heute die wunderbaren Manufakturgebäude und die wichtigsten Privathäuser der Stadt zeugen. Der Name Vorarlberg wurde über die Ozeane hinaus bekannt, die Automaten in die ganze Welt verschickt. Nicht selten ließ ihre Perfektion bei dem Käufer den Eindruck entstehen, sein Automat sei lebendig. Das ist Rudolf Vorarlberg, leitet die Manufaktur auf dem Höhepunkt ihrer Produktion. Das müsste eigentlich der Vater von Anna Vorarlberg sein. Hier steht es eh schon. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Anna Vorarlberg, Tochter Rudolfes und letzter Nachfahre dieses berühmte Handwerkergeschlecht, die Leitung der Manufaktur. Ihr gelang es, dem Unternehmen in der schwierigen Nachkriegszeit eine neue Orientierung zu geben. Die Herstellung von wirklichen Kunstwerken für eine aus Kennern und Sammlern bestehende Kundschaft. Die Vorarlberg-Automaten wurden so zu wertvollen Einzelstücken mit ausgeklügelten Mechanismen, deren Erfindungsreichtum und Perfektion noch heute einzigartig sind. So, das war Gott sei Dank die letzte Seite. Wuff, ein Wust an Text. Meine Güte. Du wolltest was sagen? Ja, das haben ja solche Spiele an sich, ne? Ja. So, wir haben hier einen Koffer. Puh, ich kann diesen Koffer keinen Meter mehr tragen. Mal sehen, wer mir helfen kann. Ja, schauen wir mal, was Momo dazu sagen wird. Oder? Gibt es hier noch irgendwas? Nach oben? Nein? Wir rennen nicht einfach nach oben. Das hier ist schließlich ein Hotel. Einfach fragen wir mal Momo. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nochmal derselbe Satz. Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo.
ganz schwer. Ja, Hilfe. Genau das war's. Ich bin gerade angekommen. Kann mir jemand hier helfen, den Koffer aufs Zimmer zu tragen? Momo stark. Ganz stark. Aber keine Zeit. Momo arbeitet. So, das war's. Dieser Satz ist nämlich wichtig, gut, sonst würde es an einer anderen Stelle, an einer anderen Stelle würde es sonst nicht weitergehen. Komisch, aber da wäre schon der erste Bug. Gut, wir schauen mal, was das da ist. Oh ja. Ich bräuchte einen Schlüssel. Da bin ich gestern davor gestanden. Wo ist denn da ein Schlüssel? Und wenn man die Augen aufmacht, dann sieht man hier ganz klein, da liegt ja tatsächlich ein Schlüssel. Also, so versteckt sind die Teile tatsächlich immer hier in diesem Spiel. Ja. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Und, ich bräuchte einen Schlüssel. Können nichts machen. Ja, was machen wir denn da? Rechter Mausklick. Ein Schlüssel. Und da einsetzen. Ja? Geht nichts mehr. Dann drücken wir den Knopf. Hey! Verdammt! Der Sound laggt. Ja, ich komme ja schon. Ja, red heute dann auch mit mir. Guten Tag. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Ja, ich stelle mich mal vor. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lormond. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. Und der Koffer? Würden Sie mir bitte meinen Koffer nach oben bringen? Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was sich gehört. Also, Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen? Keine Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Wie bitte? Willst du wohl den Mund halten, du böser Junge? Ah, unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Momo traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt Momo. Anna Momo sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Momo. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt, nur weg mit dir. Genau das war das Problem. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valadilen. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Anna? Anna Vorarlberg? Ist tot? Ja, das war das Problem, weil Momo ja verschwinden muss. Und wenn man den Satz vorher nicht gemacht hat, hier mit der Koffer ist schwer, dann... Das ist Ihr Zimmer. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valadilen einmal früher erleben sollen. Das war schon was. Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Ja. Das erste Mal Ruhe. Könnten wir mal das Zimmer erkunden? Was haben wir denn in unserem Koffer? Das brauche ich im Moment nicht. Ach so, ja, super. Was haben wir hier noch?
Du bist auch so leise. Tja, ich würde jetzt gleich zum Brief gehen. Merkwürdig, wie mein Mauszeiger genau auf dem Brief ist. Tja. Woher hast du das da gewusst? Eingebung.